Und da meine eigene Geburtstraumatisierung mein Leben total bestimmt hat, ich würde mal sagen, 90% aller meiner Probleme, die ich in meinem Leben hatte, und es waren ganz, ganz, ganz viele. Ich gucke heute auf mein Leben zurück und sehe, wie toll es ist, mit 95% meiner Ängste los zu sein und wie toll es ist, mit einmal so angstfrei zu leben seit ein paar Jahren. Aber von diesen Ängsten, und da kann ich auch noch nachher ein paar Beispiele geben, waren bestimmt 80% fixiert in meinem Geburtstrauma. Und erst die Loslösung aus diesem Geburtstrauma, erst die Heilung dieses Geburtstraumas, hat denn in letzter Konsequenz dazu geführt, dass ich in diese Lebendigkeit hinein konnte. Also im Geburtstrauma, wenn wir da nicht befreit sind, wenn sich nicht geheilt ist, oder mit Rewind zu sprechen, der in deinem Kongress eine ganz große Rolle auch hat, solange diese Narbe des Geburtstraumas nicht desensibilisiert ist, ist ein Großteil unserer Lebenskraft einfach gebunden. Und da können wir Analysen machen, da können wir Tantra-Kurse machen, da können wir meditieren. Alles gut und schön. Aber solange große Teile unserer Seele noch im Geburtskanal unserer Mutter stecken, können wir die nicht mit Analyse oder Tantra-Massage oder sonst was heilen. Die müssen da raus, die müssen ins Leben, die müssen integriert werden. Und aus diesen eigenen Erfahrungen, auch aus den vielen therapeutischen Frustrationen, wo ich ganz viele therapeutische Sachen gemacht habe und die wollten nicht so helfen, wie sie bei allen anderen helfen, bin ich denn eingestiegen wirklich in die Therapie meines Geburtstraumas. Und ja, dann durfte die Lebendigkeit dank Wolf, Drachen und vieler anderer Dinge endlich so vibrieren, wie sie in mir eigentlich vorgesehen ist.